Ich würde sagen, alle raus aus Deutschland. Besonders Veganer vor allen Dingen. Veganer müssen raus aus Deutschland. Die finde ich furchtbar. Veganer raus, zurück, abschieben, woher sie herkommen. Nach Veganistan. Veganistan. Oh, Biolando. Du. ins Bioland. Ab, alle Veganer ab ins Bioland. Es gibt, wir haben jetzt wieder geprobt mit der Band im Übungsraum, bevor wir auf Tour gegangen sind. Und dann gehe ich immer einkaufen im Bioladen. Irgendwie, Bioparadies oder wie das da heißt, und gehe dann rein. Ja. Und dann kaufe ich da irgendwie was ein. Und dann ist die Kasse ewig lang. Und drei Leute stehen an den Regalen und irgendwie, und ordnen so Dosen. Und streicheln die Müsli. Und genau. Und ich denke, warum geht nicht noch einer an der Kasse, damit das hier schneller geht? Und dann bin ich irgendwann, weil ich so dünnhäutig war, bin ich da hingegangen. Meinst du dann, kann noch eine zweite Kasse bitte geöffnet werden? Wie das auch alte Omas machen. Ich fühle mich inzwischen wie eine alte Oma teilweise. Deswegen gehe ich jetzt auch, ich mache das, was ältere Leute machen. Ich mache jetzt vernünftige Sachen. Ich gehe hin und sage, können Sie mal eine zweite Kasse aufmachen? Ich mache Jugendliche darauf aufmerksam, wenn sie sich unflätig benehmen oder auf den Boden spucken. Ich werde ein böser alter Mann jetzt. Das ist Payback-Time bei Olli Schulz. Und also gehe ich zu dieser Bio-Frau und sage zu ihr, können Sie die zweite Kasse aufmachen? Und sie so, ja, wir sind heute nicht so viele Leute, wir müssen mal ganz kurz fragen. Und dann fangen die drei in dem Gang an zu diskutieren, wer jetzt an die Kasse geht. Nee, Jutta, das geht jetzt nicht, weil ich muss jetzt hier noch die rote Beete Dosen einordnen. Und dann habe ich wirklich gedacht, da kam mir die pure Verachtung für die gesamte Biogesellschaft raus. Da wäre ich eigentlich schon einmal, also ich hätte einmal die Regale umgekippt. Ich so, jetzt nimmt sich hier mal jeder, was er will. Wir leben hier im Biolando. Hier kann man machen, was man will. Wir sind eine Freikörperkultur. Alle ausziehen und so. Weil das war dann in dieser Bio-Welt, innerhalb dieser Bio-Welt wieder so schlimmer als in jeder Spießerwelt. Ätzend. Aber kennst du diese Restaurants, in die man wahnsinnig gerne gehen würde wegen des Essens, weil das Essen wirklich fantastisch ist? Ja, es geht nicht wegen der Bedienung. Und die Bedienung macht einen wahnsinnig, weil die das nicht hinbekommen, weil es immer verhampelt wird. Oder weil der Laden, in Köln gibt's einen Laden in der Aachener Straße, ich sag jetzt mal Name-Dropping, einfach mal raus damit, Kaffeeschmitz, wahnsinnig tolle Sachen. Aber diese Essenstheke ist getrennt von dem Bereich, wo man sitzen kann. Man muss da bestellen, das Essen wird rübergetragen. Man wird mit Verachtung wie im Musikalienhandel, wie beim Music Store in Köln, wo jeder Gitarrenverkäufer eigentlich Rockstar ist. Und dann kommt man dahin mit seiner Ahnungslosigkeit und wird verachtet als Kunde. Und so ähnlich fühle ich mich in solchen Läden auch immer. Gehe ich nicht mehr hin, habe ich keinen Bock drauf. Oder auch ein Restaurant. Wenn ich mich irgendwo hinsetze in so einem Restaurant oder so einen netten kleinen Laden in Kreuzberg und will einfach nur einen Kaffee trinken oder mal mit jemandem mich unterhalten und dann sagt die Bedienung, das dauert aber ein bisschen, ich bin heute alleine hier, die andere Bedienung ist ausgefallen, gehe ich sofort wieder raus. Da fange ich noch nicht mal an zu diskutieren. Oder wenn ich irgendwo mir einen Burger holen will, ich sehe, da sind 20, 30 junge Leute mit Fake-Hornbrillen und so aufgeklebten Haaren und so, dann weiß ich genau, hier stelle ich mich nicht an, weil die sind zu dumm, um zu bestellen. Vor allem, wenn die nicht aus Berlin kommen, im Burgerladen geben, dann denken die erstmal noch, hier gibt's, oh, warte mal, ich will die Chili Fries. Nee, warte mal, Thorsten, willst du auch irgendwie, oh, willst du auch den Bio-Käse? Und dann drehe ich sofort durch. Dann kann ich sofort nehmen, da kriege ich Gewaltfantasien. Wenn dann diese Leute kommen, die dann denken, weißt du was, essen Burger, hol ein paar Pommes, halt die Schnauze. Deswegen stellst du dich an und guck nicht noch eine halbe Stunde dahin. Oder Leute, die an der Tanke anfangen, sofort irgendwie, die wissen, was sie kaufen und brauchen dann noch Zeit, um das Geld rauszuholen oder fangen an so rumzuwühlen. Warte mal, ich habe hier noch einen Fünfer. Die Tanke ist gut bestückt mit Kleingeld, Alter. Da musst du nicht anfangen rumzuwühlen in deinen Taschen, ob du noch 5 Cent hast. Diese gesamte, das macht mich fertig. Diese oder so Frauen Mitte 40, die sich zusammen an den Tisch setzen. Jeder bestellt sich ein Croissant und einen großen Kaffeelatte, aber nur einen, der wird in die Mitte gestellt und dann stippen die das Croissant und dann fangen die an zu reden und auf einmal fangen beide Frauen an zu weinen. Ist mir letztens Beide Frauen fangen an zu weinen. Und zwar, weil über irgendwas ist irgendwas passiert. Und es war offensichtlich nichts echt Schlimmes, sondern so ein Beziehungsding. So nach dem Motto, ich habe mir das anders vorgestellt mit 45. Und jetzt ist es dann doch so ein bisschen traurig. Und mir hängt so ein Angelika-Bär-Zopf rechts an der Schulter runter. Und irgendwie habe ich mir das auch beziehungsmäßig mit den Männern so ein kleines bisschen anders vorgestellt. Unglaublich anstrengend. Junge Leute. Aggressiv macht mich das. Mich auch. Und die dann auch so wissen, das ist jetzt so ein bisschen hip, ein bisschen emotional aufgeladen zu sein, jetzt einfach mal zu weinen und zu sagen, dass man auch Gefühle hat. Dass das Leben nicht nur immer so auf einer Ebene ist und so. Ah, Menschenhass. Da musst du mal raus, ne? Aber das ist wirklich echt total aufgestaut. Interessant. Haben wir noch gar nicht so ausführlich drüber geredet. Das ist auch, glaube ich, so ein, zusammen mit dieser, ich nehme meinen Hund mit ins Café-Kultur, hat das so Einzug gehalten. Man wohnt in Cafés und dieses Missverhältnis von was man bestellt und wie lange man sitzt. In Amerika bist du rausgeschmissen nach einer halben Stunde, wenn du da nicht was ordentlich was von der Karte dir bestellst. In Deutschland kannst du einen ganzen Tag mit einem Latte Macchiato sitzen. Und das ist auch eine absolute Erniedrigung des Gastwirts. Der ist aber mit sich machen
machen lässt. Also muss ich auch nicht wundern hinterher, dass die Leute das dann machen. Finde ich voll scheiße, ehrlich. Oder wenn man mal ein Date hat mit jemandem oder jemanden kennt und der sagt, ey, ich kenne da so einen Asiaten, da kann man so viele kleine eigene Sachen bestellen, die machen so kleine Portionen, das kann man sich alles auf den Tisch stellen, dann kann jeder mal von jedem so ein bisschen essen. Nee. Nein, nee, will ich nicht. Ich will nicht von ein bisschen essen. Ich will meine Ente süß sauer alleine essen. Ich will die nicht mit dir teilen. Ich will auch nicht wissen, was ich für kleine... Und das Missverständnis, dass man beim All-You-Can-Eat-Buffet nicht, man kann alles, was man essen kann. Man muss nicht alles essen. Ja, und man muss nicht alles essen. Und man muss nicht alles auf einmal auf diesen großen Teller tun, weil das sind kleine, eifrige Chinesen, die sitzen in der Küche und legen immer wieder nach, wenn das da weg ist, wenn die Schale weg ist. All-You-Can-Eat ist ein absolutes, also der absolute gewucherte Wohlstandsgesellschaft. All-You-Can-Eat lehne ich komplett ab. Genau. Möchte ich gar nicht haben. Und auch kleine Portionen lehne ich ab, wo jeder mal so ein bisschen vom jeden das essen kann. Ich will eine normale Portion essen. Für mich alleine. Und ich möchte ein Gespräch führen, während man isst. Will ich nicht noch darüber reden? Ja, guck mal hier die Böhnchen noch und da noch das und so. Nein, ich sag, okay, wie ist dein Essen? Gut. Und deins so. Und jetzt lass mal in Medias Res gehen. Jetzt lass uns mal reden. Du, ich lässt Mittagstisch bei uns um die Ecke, wo wir mit der Arbeit hingehen. Drei Tage am Stück gab es eine Sättigungsbeilage, die außerhalb meiner Toleranz, meines Toleranzgebiets ist. Thymian-Polenta. Dann gibt's ein schönes Steinpilz-Risotto. Ich will Frikadellen haben, vielleicht Pommes, allenfalls noch Bandnudeln. Aber mit Thymian-Polenta kann ich überhaupt nichts anfangen. Thymian-Polenta, mal ganz im Ernst. Also Weltoffenheit in allen Grenzen, ne? Ja. Aber da bin ich wirklich kulinarisch, bin ich da AfDler, ehrlich. Das ist wirklich... ich möchte also, keine Thymian-Polenta zu meinem... Wirklich nicht. Kulinarisch sind wir eher Pegida-mäßig unterwegs. So, jetzt müssen wir ein bisschen Musik machen. Kulinara. Genau. Das musst du mal aus. Fühl mich echt besser jetzt. Ja, ich das musst du wirklich mal raus. Oh, langsam wird die Sendung gut, Jan. Oh, war das ein Launisch. Endlich wird sie. Da hat eben Susanne gesagt, wir sollen nicht immer so oft sagen, dass die Sendung scheiße ist, weil die Leute, so doof wie sie halt sind, dann glauben, dass wir meinen, dass die Sendung scheiße ist. Genau. Da verstehen sie uns falsch. Wir finden die Sendung immer extrem geil, auch wenn sie eigentlich scheiße war. Auch wenn ich dann, das ist, man kann die Leute so leicht manipulieren. Ich habe mal im Interview gesagt, ich bin nicht der beste Sänger. Und dann so, ja, er ist ja nicht der beste Sänger. Sagt er ja selber. Oder die Sendung war ja nicht so gut, sagen die ja selber. Mann, wir sagen das nur, damit sie sagen, das ist geil, was wir machen. Raffen Sie das doch mal. Wenn wir sagen, ist nicht so gut, dann sollen sie, weil wir das seit 3 Jahren machen, sagen, doch komm, war doch geil. Aber offensichtlich diese Strategie, mit der wir damals versucht haben, Frauen aufzureißen, funktioniert immer noch nicht. Das funktioniert nur bei kleinen Kindern. Gegenteiltag. Iss jetzt nicht den Teller auf. Und dann wird der Teller aufgegessen. Genau. Diese kleinen Idioten. Wirklich. Hier ist Materia. Und alle haben Job, ich habe Langeweile. Sanft und sorgfältig, willkommen zurück. Willkommen zurück. Der neue Bond ist diese Woche angelaufen. Möchte ich gerne sehen. Würde ich auch gerne sehen. Und zwar, weil ich in der Kritik gelesen habe, die Action-Szenen seien lustlos performt. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Aha. Lustlos performte Action-Szenen. Christoph Waltz kann man immer gucken. Und ich gucke Bond-Filme eigentlich hauptsächlich wegen der Bösewichte und natürlich der Action-Szenen. Und vergessen, ich glaube, im vorletzten Bond, diese Prügelszene auf diesem Kran, irre. Aber sobald ich in Kino gehe mit der 3D-Brille, ist mir das schon wieder zu viel. Ich habe, was habe ich denn 3D? Ach so, der Marsianer habe ich gesehen in 3D. Machte gar keinen Sinn, dass in 3D ist, fand ich. Aber... ist ein ganz guter Film. Hast du schon gesehen, Ridley Scott, der Marsianer? Ja, ich glaube, darüber haben wir letzte Sendung schon geredet. Mich würde der James Bond mehr interessieren. Der Keyboard aus meiner Band hat ihn gesehen vor ein paar Tagen und er meinte, es ist sehr, sehr gut gewesen, der Film. Er war sogar Bond? Der Bond, ja. Der fand den richtig super. Ja, guck, ja, sehr gut. Und der Bond... Der Keyboard, der so aussieht wie du, ist das der? Ja, bisschen. Und der Skyfall war, fand ich auch schon gut. Ich fand sowieso fast alle, bis auf den zweiten mit Daniel Craig, ich weiß nicht, wie hieß, der war... Der war Skyfall, glaube ich. Nee, das war der dritte. Der davor war schwach, weil der so hektisch geschnitten war. Aber der erste war super mit ihm. Ja, der war ganz nervös geworden mit den schnellen Schnitte, wie früher bei MTV. Nein, der war ein bisschen uninspiriert geschnitten und ich kenne mich da sehr gut aus, weil ich jahrelang selber geschnitten habe, meine ganzen kleinen eigenen iMovie auf iMovie selber geschnitten habe und mich halbwegs gut damit auskenne. Okay. Gehst du noch gerne ins Kino? Das Kino gehe ich auch nicht mehr gerne. Gehe ich gerne hin. Ich gehe so Zoopalast in Berlin, warst du schon mal im neuen Zoopalast? Nee, würde ich gerne mal hingehen. Ich brauche mal. Lohnt sich sehr, echt. Ja, wenn ich endlich mal jemanden finde, der mit mir ins Kino wieder geht, dann, bis jetzt ist es für mich immer noch Netflix gerade oder hier, Fargo, hast du Fargo angefangen, zweite Staffel? Super. Mega geil, oder? Ist das auf nicht Tour mega angefangen, toll? Die ersten 4 Folgen gesehen, die es bis jetzt gab, total super.
Ist das nicht gut. Eine fantastische, also ich finde einfach, das ist wirklich, wenn das so weitergeht, können die meinetwegen 10 Staffeln machen. Ein großer Spaß, sich das anzugucken. Ein großer Spaß. Brauche ich die Coen-Brüder gar nicht, also wirklich. Ja, es ist natürlich aber ganz im Geiste der Coen-Brüder gemacht und die sind ja auch ausführende Produzenten, halten sich da aber völlig bedeckt, schreiben nicht am Drehbuch mit und ähnlichem. Aber es ist wirklich komplett, also ich finde, es ist wie die Coen-Brüder, es passieren surreale Sachen, abgefahrene Geschichten, aber es ist so gut umgesetzt, dass man in keiner Sekunde denkt, ach du Scheiße, es ist albern, sondern man denkt, oh, wie geht das jetzt weiter? Und das finde ich so super daran. Du willst immer wissen, wie die Geschichte jetzt weitergesponnen wird. Und ich muss sagen, bei True Detective bin ich bei der zweiten Staffel, die ja auch in einer völlig neuen Besetzung gedreht wurde, nach 3 Folgen ausgestiegen, weil es mich nicht mehr ergriffen hat. Und bei Fargo bin ich mir sicher, die Macher sind so klug und schlau, das kann noch 2, 3, 4 gute Staffeln geben. Ja. Was hältst du von Homeland, aktuelle Staffel Nummer 5 in bin Berlin gedreht? Bin ich seit der zweiten Staffel raus. Diese Claire Danes, diese hysterische... Die, das Geheule, ja. Ich würde jetzt gerne schmierigen Macho-Spruch bringen. Aber mach doch mal. Die braucht man einen starken armen Mann, der sie einfach mal in den Arm nimmt. Und die einfach sagt, weißt du was? Das mit den Terroristen. Ich würde, wenn Claire, also halt die schlimm. Das mit den Touristen, ich weiß, du willst die Welt drin, aber wir beiden, wir machen uns heute mal schön hübsch und gehen dann mal ins Borcherts essen. Ja, aber ich würde gerne sagen, vergiss heute mal die Terroristen. Wir beide gehen heute mal schönes Borcherts essen. Machen einen schönen Abend. Wir gehen schön ins Kino mit der 3D-Brille. Das ist ehrlich gesagt die 3D-Brille. Oder wir gehen zusammen Asiaten, so eine Fusion-Küche. Nee, und holen dann so kleine Schalen. Und jeder nimmt von jedem so ein bisschen. Weißt du, oder wenn du so von deiner Peer-Group gesagt bekommst, wir gehen heute zum Indonesier. Oder zum, da ist ein toller Balinese. Oder der ist eine super burmesische Küche. Ist mir alles, ich bin in den 80ern groß geworden. Mad Eagle ist das allerhöchste der Gefühle. Italienisch geht gerade noch so. Also so ein Dürüm, das akzeptiere ich noch. Einfach aber auch, weil ich Angst habe, was aufs Maul zu bekommen, wenn ich es nicht akzeptiere. Aber alles andere ist mir jetzt, ich bin da sehr kartoffelig unterwegs, ehrlich. Ich bin auch eine echte Kartoffel im Herzen. Aggression machen Männer und Frauen bei mir, die das erste Mal in Italien im Urlaub waren oder ein Auslandsseminar da gemacht haben und dann wieder kommen und sagen nicht mehr, ich koche mir Nudeln, sondern ich mache mir meine Pasta. Wollen wir nicht eine leichte Pasta einfach mit Pesto machen? Nee, wollen wir nein, nicht. Ich koche mir lieber nicht. Nudeln mit Spaghetti, also Spaghetti mit Tomatensoße. Nudeln mit Spaghetti. Ja, Spaghetti mit Soße. Aber ich brauche so jetzt keine...